Leider sterben Dialekte immer mehr aus. Dabei sind sie ein Teil unserer Identität und ein wichtiger Teil unserer Kultur. Mit der besonderen zweisprachigen Geschichtenzeit wollen wir die Verbundenheit und Zugehörigkeit der Menschen in der Region stärken und das schon bei unseren jüngsten Lesern. Auch im Kurpfälzischen gibt es viele regionale Unterschiede. Vielleicht hören Sie heraus, aus welchem Ort unsere Sprecher kommen. Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch! Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen euch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Der letzte Streich. Max und Moritz, ihr Genosse, gleich ist Schluss mit eure Bosse. Säck aufschneide, liebe Zeit, das geht jetzt hat doch zu weit. Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zapperment, das Ding wird lichter. Guckt, du schleppt der Bauer Meck, einer von der Weizensäck. Plötzlich merkt er, dass im Hinne keiner aus dem Sack rausrinne. Und du bleibt da steh und schänd. Wer war das bloß, sagt Zement. Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps in einen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Ha, du hat er doch die zwei und am Korn versteckelt gseh. Raus mit euch, ihr Lumpenpack, ab jetzt in mein großes Sack. In die Mühle, wenn sie getrage, und dann geht's ne an der Krache. Meister Müller, he heran, mal er das, so schnell er kann. Meister Müller, her, kommt raus, mol ma mol schnell Schrot dort raus. Her damit, und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Gib sie her und tot damit, wenn sie in den Trichter geschieht. Ritsch und ratsch, so macht die Miel, molte Kell mit Stump und Stiel. Guck, sie sind zu guter Letzt, ganz verbreckelt und verquetscht. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Was noch auf dem Boden liegt, wird vom Gfliegel aufgepickt. Schluss, als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach: Sieh da, ich dacht es gleich. Ja, rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempe, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt vom dummen Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geit meck dat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Zum Schluss. Keiner, wo im Dorf des Herd, hat des Dogmals weiters gestört. Die Altboldin meint beflisse, des hat jo so kumme misse. Seh da, ruft der Schneider Beck, Streich ausstelle hat kein Zweck. Und dann sagt der Lehrer Lempel, ja, so geht's mit Henne Bembel. Warum? Truft der Meisterbäcker, ware die so Zuckerschlecker. Schließlich sagt der Onkel Fritz, das kommt von der dumme Witz. Und der Bauer brummte zu, endlich habe ich jetzt mal Ruh. Alle waren sehr erleichtert oder sogar hell begeistert. Und im Dorf, da hört man bloß, Gott sei Dank, die sind mal los.